Einen Anspruch gegenüber dem Staat, soweit er dem Kulturstaat sein will, nicht aber der Staat gegenüber Kunst und Kultur. Der Kunst kann der Staat egal sein, dem Staat die Kunst nicht. Der Staat ist nicht für Kunst und Kultur zuständig, sondern für die Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese aufrichtigen und kernigen Worte, die in ihrer Klarheit der Aussage und der Brillanz der Formulierung nichts offen lassen, stammen von keinem Geringeren als dem Ehrengast und dem Festredner des heutigen Tages, dem Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert, den ich zuvörderst ganz herzlich begrüßen möchte. Das Schöne an dieser Veranstaltung freue ich mich sehr, Sie anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Instituts für kulturelle Infrastruktur Sachsen hier bei uns im Sächsischen Landtag begrüßen zu können. Mit der Freiheitsrevolution von 1989 ist der Kulturraum Mitteleuropa in die Geschichte zurückgekehrt und hat die Bürgergesellschaften zwischen Elbe und Karpaten, zwischen Ostsee und Alpen vor neue Herausforderungen gestellt. Innerhalb dieses Kulturraums haben sich dem Institut in den zurückliegenden 2 Jahrzehnten neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, um dem geistigen Leben inmitten gravierender Transformationsprozesse nachhaltige Impulse zu vermitteln. Soviel ich weiß, hat sich Matthias Theodor Vogt bereits seit 1990 seinen Forschungen auf dem Gebiet der Kulturpolitik und der kulturellen Transformationsprozesse Europas gewidmet. Das Offizierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen wird heute überreicht, wofür ich im Namen aller hier Anwesenden schon an dieser Stelle recht herzlich gratulieren darf. Ich wünsche dem Festakt ein erfolgreiches Gelingen und dem Direktor sowie den Mitgliedern des Kuratoriums des Instituts für kulturelle Infrastruktur Sachsen auch in Zukunft. Recht viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Deutsches Kulturgut ist in Mitteleuropa überall präsent und schafft unsere gemeinsame kulturelle Identität. Ein Beweis dafür ist die Universität, die wir mit meinen Kollegen vertreten. Die Universität Pécs, Deutsch Fünfkirchen, ist die älteste Universität Ungarns. Das Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag will, ich zitiere, Wege aufzeigen, wie die mitteleuropäische Bürgergesellschaft der Gestaltung unserer neuen gemeinsamen Zukunft zuarbeiten kann. Dem Jubiläumsveranstaltung wünsche ich damit alles erdenklich Gute, auch Ihnen, Herr Vogt, alles erdenklich Gute, ich danke Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Herr Vogt ist ein Freund der unkonventionellen Lösungsansätze. Damit überrascht er, fasziniert und begeistert. Gelegentlich aber geht er mit dieser Eigenschaft seinen Studenten, Mitarbeitern und Partnern auf die Nerven. Ein Architekt, ein Mathematiker und Herr Vogt haben die gleiche Menge Bauzaun bekommen. Sie sollen damit das größtmögliche Feld umzäunen. Der Architekt umzäunt ein Quadrat. Der Mathematiker einen Kreis. Herr Vogt stellt den Bauzaun in willkürliche Formationen auf, dann tritt er in den Innenraum und behauptet, er wäre draußen.
freiwillig nach Dresden zu kommen, bedarf es eigentlich keines besonderen Anlasses. Und wenn man, wie ich heute Nachmittag, schon gar bei dieser Beleuchtung in eine der schönsten europäischen Städte kommt, dann erwischt man sich für einen Augenblick bei dem unkonventionellen, beinahe frivolen Gedanken, sich dafür zu bemitleiden, dass es diesen Anlass überhaupt gibt. Mit anderen Worten, mir hätte heute Nachmittag nichts gefehlt, wenn ich mich nicht hätte hören können. Aber die Wahrheit ist, es gibt einen besonderen Anlass und diesem Anlass bin ich auch besonders gerne gefolgt, weil, wie Herr Grossmann gerade zutreffend angemerkt hat, ich mich diesem Institut und der mit diesem Institut verbundenen Aufgabenstellung auch persönlich sehr verbunden fühle. Dass dieser Begriff kulturelle Infrastruktur aus Sachsen stamme, davon bin ich noch nicht restlos überzeugt. Auch wenn ich keinen Zweifel daran habe, dass mir spätestens in der übernächsten Woche Herr Vogt die Dokumente zuschicken wird, aus denen dieser Nachweis scheinbar zweifelsfrei hervorgeht. Ich wünsche diesem Institut, dass das auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter gelingt. Gratuliere allen, die damals am Zustandekommen dieser Einrichtung beteiligt waren, zu diesem grandiosen Einfall und allen, die das in der Zwischenzeit am Leben und Laufen gehalten haben, zu der Konsequenz, die dabei zu beobachten war. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Oberlausitz, Niederschlesien. Aber es buchstäblich in die Fußstapfen vorher Generationen getreten, die die enge historische Verflochtenheit und Verbundenheit von Polen und Sachsen gepflegt und entwickelt haben. Dafür bin ich Ihnen von Herzen. Nicht zuletzt ist Kollegium Pontes ein wertvolles Beispiel dafür, wie der immer wieder eingeforderte Diskurs über die geistige und soziale Bestimmung Europas gefördert und verwirklicht werden kann. Darum freue ich mich besonders, dass die heutige Ehrung von Matthias Theodor Vogt durch die Republik Polen an diesen Brückenbau erinnert. An diesem doppelten Ehrentag sollten sich daher viele von uns, von ihm, fest vornehmen, ihn und sein Institut kräftig zu unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Festbeste, der Prorektor der Universität des Samnium, schrieb mir zum heutigen Jubiläum und zur außerordentlichen Ehre der Ordensverleihung durch Sie, Herr Botschafter. Er schrieb mir die Worte: Scientia potentia est. Dies stammt im Prinzip von Francis Bacon in seinen Meditationen über das Heilige. Das Heilige heißt es 1597: Nam medita scientia potestas est. Denn auch die Wissenschaft ist Macht. Wenn aber ein heutiger Mathematiker wie Maximus Quillante dies zitiert, liegt die Verschiebung von potestas zu potentia nahe. Und damit zu einem heutigen Verständnis von Wissenschaft als Potenzial zur Entfaltung einer im Körper bereits angelegten Energie. Insofern ist der Satz Scientia potentia est eine gute Beschreibung der Wissenschaftspolitik eines Landes wie Sachsen, das Erden und Ressourcen und in steter Konkurrenz zu anderen aufstrebenden Regionen den Möglichkeitssinn seiner Bürger entwickeln muss, um das Land zur Entfaltung zu bringen. Erlauben Sie mir einen Schlussgedanken. Gute Politik versucht, intrinsische Motivation zu stärken. Im Instrument der Zielvereinbarung finde ich das, was einen Hochschullehrer zutiefst antreibt, nicht wieder. Nicht die Liebe zur Wahrheitsfindung im kollegialen Diskurs, nicht die Liebe zum Wecken der Lust an der Wahrheitsfindung bei den Studierenden. Das oben erwähnte Vertrauen der Kollegen von der Jagiellonen-Universität und vieler anderer mitteleuropäischer Kollegen, Doktoranden und Studenten, das alles spiegelt sich in einer vom Geist des Misstrauens geprägten, sich auf quantifizierbare Parameter zurückziehenden Hochschulpolitik nicht hinreichend wider. Die eigentliche Frage ist doch, wie können Hochschullehrer und Studierende, wie können Künstler und Publikum zu Vertrauen und Neugier befähigt werden? Lassen Sie uns deshalb aus den so positiven Erfahrungen einer vertrauensgeprägten sächsisch-mitteleuropäischen Zusammenarbeit wieder zurückfinden zum Motto Scientia potentia est. Ich danke Ihnen. Stand up.